So, hallo, grüß Gott, ich heiße Maike, was soll ich groß sagen? Ihr könnt eh den Titel lesen. Heute machen wir, oder wir spielen einfach ein bisschen mit Make-up und da ich im Moment ziemlich viel Monochromatisches mache, also an mir selber, das ist einfach, worauf ich stehe im Moment, so eher clean und monochromatisch, und da dachte ich mir, da mache ich einfach mal ein Video davon. Ich bin tatsächlich Visagistin, aber ich kann mich selber nicht so gut schminken, okay? Don't judge. Und ich verwende in meinem Kit zwar alles tierversuchsfrei, also auch nichts, was in China verkauft wird. Allerdings bin ich noch im Prozess, alles auf vegan umzustellen. Aber heute, alles, was ich verwende heute, wird vegan sein. Wenn ihr die Produkte seht, dann fragt ihr euch vielleicht, was da für ein grüner Smiley drauf ist. So kennzeichne ich nicht meine Produkte im Kit, welche vegan sind und welche nur tierversuchsfrei sind. Meine Haut ist hydriert, ich hoffe, mit einer Gesichtscreme, und dann habe ich noch ein trockenes Gesichtsöl draufgegeben. Ich habe das Ganze ein bisschen einwirken lassen. Wenn ihr Zeit habt, dann solltet ihr das auch machen. Weil je länger die Produkte Zeit haben, ein bisschen in die Haut einzuziehen, desto weniger vermischt es sich mit dem Make-up und desto besser hält das dann auch später. Jetzt gehe ich erstmal mit einem ganz kleinen bisschen Primer rein. Das ist der Too Faced Hangover Primer. Ich denke mal, den kennt so ziemlich jeder. Also brauche ich den auch nicht groß erklären. Einfach, ich finde, das ist ein ganz guter, so universeller Primer, wenn ihr komisch reagiert auf Kokosnuss. Also Kokosnussöl ist, soweit ich weiß, nicht drin, das ist ja kommunogen. Aber wenn ihr ein bisschen komisch auf Kokosnuss reagiert, dann verwendet den nicht. Man riecht es ja auch sehr stark. Dann machen wir ein bisschen was gegen diese riesen Poren. Versprecht euch keine Wunder, ihr könnt nichts gegen eure Poren machen. Poren sind vollkommen normal und sie sollten auch nicht so verschrien werden. Sie sind wichtig für die Haut. Das ist der Milk Blur Stick. Und dann mache ich einfach ein ganz klein bisschen überall da, wo ich Aknenarben habe und wo ich ein bisschen vergrößerte Poren habe, drauf. Und verreibe das dann noch so ein bisschen mit meinen Fingern. An mir selber arbeite ich ziemlich gerne mit meinen Fingern, an Kundinnen oder auch Kunden nicht so gerne. Obwohl es eigentlich ein besseres Resultat macht, aber ich finde, manchmal sind die Kunden dann so ein bisschen Finger in mein Gesicht, vor allem in Coronavirus-Zeiten und so, möchte das niemand. Naja, so, dann fangen wir auch schon an, ein bisschen zu underpainten. Was nehmen wir da? Ich glaube, wir nehmen mal zwei Highlight-Produkte. Ich nehme mal erst diesen Milk Make-up. Was ist das? Das sind jetzt so diese Mini-Sticks. Ich meine, wenn man sich Preis-Produkt anschaut, ist das furchtbar. Aber diese Mini sind einfach für mich so viel besser, auch zum Ausprobieren oder so, weil die großen sind so riesig. Also das kann man niemals verbrauchen in der Zeit, in der man das eigentlich verbrauchen sollte. Naja, der heißt einfach Highlighter, nein, er heißt auch Lid. Ich bin dumm, das müsst ihr von mir wissen. So, und da mache ich jetzt mal recht großzügig hier auf die Haut diesen Highlighter drauf, und ich mache es überall dort drauf, wo ich will, dass alles ein bisschen vorkommt. Viele machen es dann auf den Steg, auf die Nase, aber ich habe einen ziemlichen, oder einen kleinen eigentlich eher, so riesig ist er nicht. Wie nennt man das? Hump? So ein Ding halt auf der Nase. Ich möchte jetzt nicht wirklich, dass man da zuerst hinschaut, deswegen mache ich da jetzt keinen Highlighter drauf, aber ich ziehe das schon hier beim Auge so ein bisschen nach oben. Das gibt einfach ein bisschen so einen jugendlicheren, ja, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen, tut mir leid, ich bin englischsprachig aufgewachsen, also nicht von meinen Eltern her, aber ich war immer auf Englisch, fast immer auf englischsprachigen Schulen. Jetzt gebe ich noch einen Highlighter drauf, aber bedenkt, da kommt ja noch Foundation drauf. Keine Sorge, das ist der Revolution Liquid Highlighter und der ist in Liquid Starlight. Der hatte jetzt so einen goldenen Unterton, und da das Make-up heute eher so pink wird, hat der jetzt eher so einen pinken, silbrigen Unterton. Oder Unterton? Pigmente einfach. was nehme ich denn da? Dann nehme ich jetzt mal eine Brush
Ah, ich nehme mal das hier. So. Und den gebe ich jetzt wirklich konzentriert, also ein bisschen konzentrierter als den davor, auf die hohen Punkte meines Gesichtes, ein bisschen auf die Nasenspitze. Macht nicht diesen Licht, Lichtkugel. Lichtkugel ist nicht das richtige Wort, Maike. Lightbulb. Lichtkugel. Glühbirne. Jesus Christ. So. Gut. Und dann mache ich das alles noch mit meinen Fingern ein bisschen wieder, dass das in die Haut geht. Und jetzt habe ich einen ziemlichen Glow. Was natürlich super ist. Jeder möchte einen Glow heutzutage. Ich konturiere auch gleich ein bisschen. Das ist der Larizzi Cosmetics. Ist der überhaupt vegan? Ja, der ist vegan. Das heißt, der ist vegan. Der ist in Aloha und ich mache einfach ein ganz klein bisschen hier unter meinen Wangenknochen. So, es ist fast ein Bronzer, weil es halt schon ziemlich eine warme Farbe ist, aber das passt ja ganz gut zu meinem Hautton. Ich habe einen riesen Forehead, deswegen bilde ich mir ein, dass das ein bisschen hilft, wenn ich das so hinmache. Naja. Ich würde mir so gerne einen Pony schneiden lassen. Und ich hatte auch schon mal einen Pony und das sah auch ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Nur ist es, da muss man, weil normalerweise, ich gehe jetzt halt so einmal im Jahr, einmal alle 2 Jahre, nicht einmal alle 2 Jahre, jedes Halbjahr zum Friseur. Und öfter möchte ich ehrlich gesagt auch nicht gehen. Und wenn man einen Pony hat, dann muss man ja da schon so. Ich weiß nicht, wie oft. muss man da jeden Monat zum Pony schneiden? Weil das wächst ja schon. Wenn du einen tiefen schneiden lässt, dann wächst das ja schon über die Augen und so. Also meine Schwester hat einen Pony. Ich weiß echt nicht, wie die das macht. Ich hasse das sehr. Und das kostet ja auch Geld. Ich meine, Pony schneiden wird wohl nicht so teuer sein. Aber fix würde ich dann irgendwie anfangen, das selber zu schneiden. Und das wäre eine Katastrophe. Und das machen wir lieber nicht. Ich gehe auch ein bisschen rein mit einem Color Corrector. Weil, wie ihr seht, bin ich ein bisschen rot. Das bin ich eigentlich immer. Aber ich bin auch gerade im Prozess dabei, meine Haut lasern zu lassen, um die Aknenarben ein bisschen zu verbessern. Also weggehen werden sie nicht. Vielleicht sollte ich euch sagen, was ich verwende. Für das Grüne verwende ich den NYX Professional Makeup HD Photogenic Concealer und der ist einfach in Green. Und als ein bisschen ein Concealer, einen pfirsichfarbenen für meine Augen hier und ich habe auch ziemlich viele Venen, wenn ihr das sehen könnt hier, dann mache ich auch ein bisschen Color Correction. Das ist der Naked Skin von Urban Decay Color Correcting Fluid. Ich schreibe das dann auch alles runter in die Description, was wir verwendet haben, weil ihr könnt euch das sicher eh nicht merken. Hat das keine Farbe? Doch, Peach. Okay, das war einfach. Gut, da gehe ich einfach mit so ein bisschen einem Fluffy Brush rein und tupfe das so ein bisschen auf meine sehr roten Stellen drauf. Der trocknet ziemlich schnell, also solltet ihr vielleicht ein bisschen schneller arbeiten als ich. Und das noch mit den Fingern so ein bisschen. Ihr könnt das auch direkt in die Foundation mischen. Also manchmal mache ich das, dass ich auf der Palette dann hier ein bisschen Grün habe und hier Foundations habe und dann tupfe ich einfach mit dem Pinsel in das Grün. Und je nachdem, wo es dann gebraucht wird, mache ich das dann so. Same effect, really. Das ist, wenn man es direkt in die Foundation taucht, ist es halt ein bisschen schneller, meiner Meinung nach, aber muss nicht sein. Ich labere schon seit 10 Minuten. Ernsthaft? Gut, ich nehme einfach den gleichen Pinsel, ist ja egal, da ist noch ein bisschen Grün drauf, egal, wir sind hier zu Hause. Den tupfe ich so ein bisschen hier in meine Inner Corners, weil die sind sehr blau. Augenringe habe ich zum Glück nicht so viel, da tupfe ich nur ein ganz bisschen drauf so. Und halt noch was hier oben, um diese
Linien wegzumachen. Ich würde persönlich mache ich nie Concealer auf die Augen als Primer. Ich finde, das funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Da benutze ich doch lieber einen Primer, der auch dafür gemacht ist. Oder man schaut halt, ob man das nicht irgendwie mit dem Lidschatten bedecken kann. Aber so ein bisschen ein Corrector kann ja nie schaden. Und dann tupfe ich, nehme eigentlich den falschen, man soll mal den Ringfinger verwenden, oder? Weil das ist leichter. Ich abuse meine Haut so, ich muss mich echt nicht wundern, dass ich lasern gehen muss. Gut, dann sind wir auch schon bei Foundation angelangt. Ich verwende immer für alles, für fast alles. Also ich habe schon drei verschiedene Foundations in meinem Kit. Aber ich benutze schon eine am häufigsten und das ist diese The Face Atelier Pro Ultra Pro Foundation. Es gibt auch nur die Ultra Foundation, nicht ohne Pro, und die ist dann einfach mehr Produkt in einer Glasflasche und die sind halt handlich klein in Plastikflaschen. Aber ich finde echt, die funktioniert so gut für so viele Hauttypen und man kann sie von ganz sheer bis Full Coverage fast drauf machen. Man sollte sie nur immer gut schütteln, bevor man sie verwendet, weil die separaten mal ganz gerne. Ich habe hier gleich drei Stück. Ich mache mal eine Farbe, die ein bisschen heller ist aus meiner Haut, und das ist die 0,5, also die hellste, die es gibt. Dann mache ich ein bisschen drauf, das ist so ziemlich mein Hautton. Das ist die Nummer 1 und dann eins, dass es ein bisschen dunkler ist. Und das ist die Nummer 3. Und das mache ich jetzt. So, wenn ich dafür einen Pinsel, ich nehme mal den hier. Das ist mein absoluter veganer Lieblingspinsel für Foundation. Das ist der Real Techniques. Ich glaube, das ist, ja, Contour Brush. Und irgendwie kann man in Österreich den nur kaufen. Ich gehe mal mit der hellsten Farbe rein. Und da gehe ich einfach über die Stellen, die ich auch schon gehighlightet habe. Und tupfe dann nur so ein bisschen herum und fange an, mein Gesicht ein bisschen zu designen. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, den Foundation-Pinsel, diesen Konturpinsel, oder die verwenden ihn halt als Kontur, ich nicht. Den kann man irgendwie in Österreich nur als Set kaufen. Ich habe den noch nie einzeln gesehen und das ist so nervig, weil ich die ziemlich oft brauche, da ich die wirklich für fast alle Kunden verwende. Und ja, also Real Techniques, ihr schaut das hier sicher. Könnt ihr mir bitte entweder das zuschicken oder das available machen in Österreich, dass man das Schminken und reden gleichzeitig. Wie kann ich nur Visagistin sein? Weil anscheinend geht das nicht. Ich nehme jetzt mal den dunkelsten Ton, dunkelsten Ton, den ich da habe. Wie ihr seht, ich habe das einfach alles auf meiner Palette und tippe dann da rein. Dann mache ich ein bisschen Produkt weg. Also ich mache so, dann mache ich ein bisschen Produkt weg. Und das gebe ich jetzt da, wo ich auch schon vorher konturiert habe, ein bisschen drauf. Und wie ihr seht, ich arbeite in ganz leichten Schichten. Also ich persönlich trage nicht viel Make-up. Speziell wenn ich arbeite, dann möchte ich nicht viel Make-up tragen, weil wenn ich irgendwie 12 Stunden arbeite oder so, dann sehe ich am Ende des Arbeitstages ziemlich scheiße aus, wenn ich so Full Beat Face habe mit Konturierung und ja. Und jetzt habe ich die falsche Farbe getupft. Boah. Und ja, deswegen mache ich das eher nicht. Am liebsten gehe ich eigentlich ungeschminkt arbeiten, was beim Film und Fotoshoots eigentlich überhaupt kein Problem ist. Nur bei Privatkunden. Ich tippe jetzt in die mittlere Farbe, die halt so ziemlich mein Hautton ist, und gebe das mal einfach so über den Rest drüber und damit vermischen wir alles zusammen. Was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Genau, bei Privatkunden bin ich schon immer geschminkt, also zumindest ein bisschen. Es ist irgendwie komisch, wenn dann jemand zu dir kommt
Und die wollen nicht schminken und sind selber aber gar nicht. Das ist irgendwie so, als wenn man zu einem Zahnarzt geht mit voll schlechten Zähnen, ja. Ich meine, es ist schon so schwer genug für mich, weil vergesst nie euren Hals und eure Ohren, speziell bei Shootings. Es ist so schon schwierig für mich, weil ich halt nicht so perfekte Haut habe und ich habe ein dominantes Oberlid. Das ist ein fancy word, um sozusagen, dass ich ein Schlupflid habe. Und ja. Deswegen finde, also ich glaube, ich rede mir das auch ein bisschen ein, das ist klar. Aber ich switche jetzt mal zu einem ein bisschen kleineren Pinsel und nehme nochmal die dunklere, etwas dunklere Farbe und gehe hier einfach am Rücken der Nase nicht bis ganz runter. Das blende ich dann noch vielleicht ein bisschen aus. Aber einfach am Rücken der Nase ein bisschen entlang, damit die Nase einfach ein ganz klein bisschen schlanker wirkt. Nicht, dass ich so eine fette Nase habe oder so. Und ein bisschen was auf den Höcker mache ich auch drauf. Ich meine, von der Seite kann man natürlich nichts dagegen tun, aber von vorne kann man da ein bisschen was drauf geben. So. Und das reicht mir eigentlich schon an Foundation. Dann gehen wir jetzt mal rein. Das ist We'll go in. Ich übersetze einfach immer alles komplett vom Englischen und es hört sich einfach so dumm an. Als Concealer verwende ich ganz oft, je nachdem wie die Haut ist, aber ganz oft, wenn ich einen Creme-Concealer verwenden kann, verwende ich die RCMA VK Palette. Das ist jetzt die VK 11. Das sind einfach ein bisschen hellere Hauttöne und ich glaube, die VK 12 heißt sie. Das sind dann ein bisschen dunklere Tone. Da nehme ich jetzt, was nehme ich denn da? Jena Beige ist so meine Farbe. Das ist viel zu viel. Das ist extremst konzentriert. Das würde mir reichen, um ein ganzes Gesicht zu machen, ja. Produktverschwendung. Man muss ein bisschen lernen, mit dieser Foundation bzw. Concealer zu arbeiten. Ihr seht, ich mache das auf meinem Handrücken hier. Man muss ja auch ein bisschen aufwärmen. Also man muss ein bisschen und viel mit den Fingern arbeiten, wenn es geht. Es ist einfach, diese Foundation braucht einfach ein bisschen mehr Attending. Aber dafür ist sie super gut und für wirklich alle Hauttypen geeignet. So, dann nehme ich mal diesen Pinsel hier und jetzt gehe ich einfach ganz konzentriert rein und decke noch ein bisschen die Stellen ab, wo ich ein bisschen mehr Deckkraft gerne hätte. Wer kriegt bitte am Hals Pickel? Außer ich. Schon scheiße. Ich bin so arm. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, jetzt hier so Full Coverage und alles mega abzudecken. Ich möchte nur, ich möchte, dass die Haut natürlich aussieht, aber trotzdem halt perfektioniert, ne? Es piept. Ich weiß nicht, was es ist. Meine Narbe hier stört mich eigentlich auch so gar nicht, aber ich mache trotzdem mal ein bisschen was drauf. Also Narben stören eigentlich immer andere mehr als einen selber, habe ich so die Erfahrung gemacht, weil mein Körper ziemlich vernarbt ist und mir ist es eigentlich scheißegal. Außer die Akne-Narben, die finde ich ganz furchtbar. Ich merke gerade, dass meine Lippen ein bisschen sehr trocken sind. Und bevor ich dann Lippenstift später drauf mache, gehe ich mal rein. Wie nehme ich von die Zeche? Nehme ich mal hier diesen Dr. Pawpaw Original Lip Balm. Das ist ein Multipurpose Soothing Balm. Also den kann man auch für die Haut und so verwenden. Aber für mich ist das einfach eine sehr gute Alternative tatsächlich. Eine vegane Alternative zu der Elizabeth Arden 8-Hour Cream. Es ist nicht ganz so glossy und es ist nicht ganz so sticky, aber es ist schon. Es kommt schon recht nah dran. Ich muss mal meine Hand abwischen. Ist alles so schwierig. Es war so viel Produkt. Jetzt habe ich nicht, dass die Palette so sau teuer ist, weil für das Produkt, das man kriegt, ist es eigentlich nicht so teuer. Aber es ärgert mich immer, wenn ich Produkt verschwende. So, wir nehmen jetzt diese wunderschöne Palette.
Ich habe Nynaeus Amarex entdeckt. Noch nicht so lange her. Ich habe noch nicht so viele Produkte von ihr, aber ich will jetzt natürlich alles haben. Kann ich mir halt nicht leisten. Haben diese eigentlich Namen? Nein, haben sie nicht. Das ist die Nudist Cream Palette. Wie heißt die? Luxe Cream Palette. Eigentlich, glaube ich, nur gedacht für... Wie nennt man das? Ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, meine Augen zu concealen. Und jetzt habe ich den Concealer weggemacht. Den zu vielen Concealer... Ah, ich bin so dumm. Machen wir erstmal das Rouge. Ich werde diese Farbe hier nehmen. Erstmal. Dann nehme ich nur so ein ganz klein bisschen von auf meinen Handrücken. Dann nehme ich den gleichen Pinsel, den ich für die Foundation verwendet habe. Tupfe da ein bisschen rein. Und tupfe das mal so ein bisschen auf meine Wangen und verspreade, wollte ich jetzt sagen. Ich hoffe, ihr könnt Englisch und versteht ihr mich nicht. Und verteile das so ein bisschen auf meinen Wangen. So. Das reicht eigentlich schon gut. Dann nehme ich halt noch ein bisschen mehr Concealer. Boah, echt. Und mache dann nur so ein ganz klein bisschen hier unten. Bei meinem Augenring drauf. Da in der Mitte wieder. In der Mitte? Ja, schon Mitte. Und hier noch ein bisschen die Äderchen verdecken. Ich mache das alles in eher so tupfenden Bewegungen, weil ich natürlich dann nochmal mit meinem Finger reingehe. Und ich nehme ein bisschen einen helleren Concealer und gehe da hier so upwards, nach oben. Das zieht euer Auge ein bisschen optisch nach oben. Und natürlich ist schon ein Katzenhaar in dieser fucking Palette. Ich habe zwei Katzen, unter anderem einen Maine Coon. Er hat vielleicht ein bisschen Haare und er verliert die auch ganz gerne. Aber ich liebe ihn trotzdem. Was wollen wir als nächstes? Wollen wir als nächstes die Augenbrauen machen? Ich bin da immer, Augenbrauen vergesse ich mal ganz gerne und dann ist es schon passiert, dass die Kundin dann so sagt, ja und die Augenbrauen machen wir nicht. Und ich so, ach so, ja na doch, wir sind ja noch nicht fertig. So schlimm, ich bin echt die schlimmste Visagistin ever. Also mittlerweile kann ich mich eh recht gut dran erinnern, aber es ist mir früher schon öfters passiert. Ich war dann auch immer so gestresst. Und da passieren halt solche Sachen einfach, dass man mal drauf vergisst. Oder ja, aber wenn man gute Kunden hat, dann sagen die ihnen das, einen das zumindest. Oder wenn man sich das fertige Produkt anschaut, dann denkt man sich wahrscheinlich auch so, ja, irgendwie fehlt da noch was. Machen wir die Augenbrauen, haben wir gesagt. Gut, dann muss ich kurz, ich nehme jetzt einfach ein bisschen Alkohol und dieses wiederverwendbare Wattepad. Seid vorsichtig, dass ihr nicht die Foundation berührt. Die wollen wir nicht wegwischen, wir wollen nur die Augenbrauen sauber machen. So. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass meine Kamera aufhört zu recorden, weil das macht sie ganz gerne. Und das ist nervig. Wo habe ich denn mein Wasser? Da. Wir machen jetzt ein bisschen Seifenbraun. Und dafür mache ich einfach dieses Spoolie. Ein bisschen nass. Hier habe ich die Dr. Bronner's Seife. Ich glaube, diese ist in Rose. Und dann coate ich das da einfach ein bisschen. Also ihr wollt nicht, dass es so nass ist, dass ihr irgendwie Schaum kriegt oder so. Nur, dass halt ein bisschen Produkt einfach... Ich habe den Spiegel gesprüht. Großartig. So, und dann bürste ich das da einmal durch und einmal so zurück, dass das auch wirklich auf allen Haaren drauf ist. Und ihr seht schon, dass meine Haare ganz von alleine ziemlich nach oben stehen. Sonst sind sie ziemlich, also sie sind nicht einfach zu bändigen, muss ich ehrlich sagen. Aber mit der Seife geht das eigentlich ganz gut. Ich kämme die jetzt einfach mal so nach oben, damit die das ein bisschen, so ein bisschen die Form halten. Dann mache ich das gleiche nochmal mit der anderen Augenbraue. Ihr müsst halt beim nach oben kämmen, ich weiß nicht, wie lange eure Augenbrauenhaare sind, ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht zu sehr eure Foundation hier kaputt macht, ne?
Nur so als kleiner Tipp, weil dann macht ihr irgendwie ein Shape rein und dann auf einmal ist da alles kaputt und das wäre schade. Sonst macht halt eure Augenbrauen als erstes so. Das ist mir persönlich ein bisschen zu crazy. Deswegen nehme ich einfach die Spitze und forme das Ganze noch so ein bisschen, dass halt nicht alle Haare so nach oben stehen, sondern eher in einer geraden Linie sind. Wenn ich jetzt Hardcore-Augenbrauen haben wollen würde, würde ich jetzt noch mit einer Pomade von KVD reingehen. Aber so benutze ich ein ganz klein bisschen von dem Essence Make Me Brown. Das ist in Blondie Brows, heißt das, glaube ich. Heißt das Blondie Brows? Steht nicht mehr drauf. Ich glaube, es ist Blond Brown. Das hier. Ich schreibe es euch dann eh hin. Ich finde immer, bei den meisten Augenbrauengels kommt ein bisschen zu viel Produkt auf das Bürstchen. Wenn das bei euch der Fall ist, dann nehmt ihr einfach ein sauberes Wimpernbürstchen und geht dann nochmal durch. Und das gleiche mit der anderen Augenbraue. Jetzt habe ich gepatzt. Yay, ich sag doch, ich bin nicht gut im eigenen Make-up machen. Das ist noch zu. Okay. So. Kosmetikstäbchen. Gut. Augenbrauen, fertig. Sind ja eh erst 30 Minuten. So lange lasse ich mir normal, also in meinem normalen Leben eigentlich nicht Zeit für Make-up. Das möchte ich nicht. Bei meinen Kundinnen natürlich, aber ja, das ist das Vanessa Myricks Color Fix Matte Liquid Pigment und dieses ist in Exposed. Das sind halt matte Cremefarben, die sind flüssig und du kannst auch recht lange Zeit damit arbeiten und dann, wenn sie aber trocknen, dann halten die halt bombenfest. Und das verwende ich jetzt quasi als Farbe und gleichzeitig auch ein bisschen als Augenprimer. Und dann nehme ich. Jetzt habe ich in die Palette gefasst. Gott sei Dank habe ich mir die Handy desinfiziert. Die Handy desinfiziert. So. Dann nehme ich jetzt einfach mal. Nein, den will ich nicht. Ich nehme diesen Pinsel, einfach irgendeinen Fluffy Brush. Nehme wirklich nur ein ganz bisschen von dem Produkt. Und verteile das als erstes mal über mein Lid. So. Dann wische ich die Brush ein bisschen ab. Und dann verblende ich das hier. Ich trage das Ganze auch unter dem Auge auf und immer so in die Richtung, nach oben quasi. Ein bisschen mit dem Finger nacharbeiten, so. Ich fange jetzt übrigens morgen meine Ausbildung, also beziehungsweise Ausbildung ist es ja jetzt ein freies Gewerbe in Österreich, aber halt meinen Kurs als Nageldesignerin an. Und ganz ehrlich, so, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Nägel, ja. Also ich gehe alle 3 Wochen meine Nägel machen lassen, weil sie dann bombenfest halten und ich habe halt einen Beruf, wo Leute mir auf die Hände schauen. Und deswegen ist das ganz praktisch für mich, dass dann einfach meine Hände gut aussehen mit den Gelnägeln und ich muss mich nicht drum kümmern. Ne? So wenig Interesse habe ich an Nägeln, dass ich das so mache. Und ja, aber ich habe immer wieder Kundinnen, die halt auf ein Event gehen und sagen so, oh Maike, aber kannst du nicht hier meine Finger ein bisschen feilen und lackieren? Ich so, nein, kann ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das bei mir geht. Und natürlich ist das passiert. Es hat aufgehört zu recorden. Also nochmal kurz, was ich jetzt gemacht habe mit meinen Augen. Ich habe den gleichen Ton, den wir genommen haben von vorher. Nicht der. Da, du hast es geschafft, Michael. Herzlichen Glückwunsch. Den habe ich auf einen flachen Pinsel genommen und auf meine Lieder, auf meine Lider getupft. Und jetzt nehme ich einen Fluffy Brush und verblende das Ganze wieder.
möchte echt keine harten Linien haben in diesem Look. Diesen Ton werde ich nicht mit nach unten nehmen. Also den werde ich nicht unter das Auge mitnehmen. Den lasse ich nur auf den oberen Lid. So. Aber ich habe auch gesagt, also dieses Produkt trocknet nicht matt. Also da habt ihr so viel Zeit, bis ihr es settet, damit zu spielen. Wenn ihr ein Tutorial macht oder so, dann könnt ihr es natürlich auch so glänzend lassen. Wenn es ein bisschen länger dauern soll, dann ist das eher schlecht. Jetzt nehme ich den hier, den ganz außen in der Ecke, gleicher Pinsel. Und tupfe den hier so ein bisschen ins äußere V und ein bisschen in die Lidfalte hinein. Ich will einfach, dass wir ein bisschen mehr Tiefe haben in diesem Look. Jetzt mache ich das gleiche wieder. Ich mache diesen Pinsel ein bisschen sauber und verblende das Ganze. Wie gesagt, ihr könnt auch immer eure Finger nehmen. Eure Finger und Cremeprodukte sind Freunde. Und im Ganzen, wie ihr gemerkt habt, wir haben noch nichts gepudert. Also ihr könnt im ganzen Gesicht noch alles verändern, weil wenn ihr dann die Augen fertig habt und denkt, okay, ja, aber so irgendwie gefällt mir das nicht so, könnt ihr noch was dazu machen. Jetzt nehmen wir den dunkelsten Ton in der Palette. Habt ihr eine Katze gehört? Sie ist unzufrieden. Bestimmt ist kein Trockenfutter mehr da. So. Wieder sauber machen. Ihr könnt auch natürlich einen neuen Pinsel nehmen, aber so erspart ihr euch halt, dass ihr 10 Pinsel sauber machen müsst und verblende das Ganze. Gut. Also meine Erfahrung ist mit diesen, wenn ihr das nicht settet mit Puder, dann hält das schon ein bisschen, aber je nachdem, wie eure Augen sind, werdet ihr schon Linien haben. Also es wird sich schon ein bisschen absetzen. Ihr könnt, es wird jetzt nicht, also ihr geht jetzt nicht 12 Stunden feiern und dann ist das noch genauso, wie ihr angefangen habt. Beim Editorial-Shoot könnt ihr natürlich immer korrigieren und nachbessern. Deswegen so, das waren mal die Cremeprodukte auf den Augen. Bertha! Was ist los, Katze? Was möchtest du? Ja. So arm. Jetzt gehe ich mal rein. Mit hier haben wir die Violet Voss Pro Eyeshadows Palette. Diese ist die Holy Grail Palette. Wirklich recht schöne, neutrale Farben einfach. Und dann nehme ich eine Mischung aus Pluff und Crystal mit einem wirklich sehr kleinen Pinsel. Sowas hier. Nehme ich einfach beides und gebe das so ein bisschen hier in meine Inner Corners. Ich will es jetzt nicht so extrem, wie wir in den 90ern gemacht haben, so komplett weiße Inner Corners, so Kevin Acorn Style. Aber nur so ein bisschen, dass da halt ein ganz klein bisschen Helle da ist. Helle. Ist das überhaupt ein Wort? Helligkeit? Helle. Keine Ahnung, müsste ich meinen Verlobten fragen. Der weiß sowas. Der ist ja auch so richtig in Österreich aufgewachsen. Okay. Und weil mir das Ganze nicht wirklich reicht heute und ich ein bisschen crazy drauf bin, benutze ich diese Lemonhead Space Paste. Das ist quasi einfach Glitzer. Aber ist es halt schon für euch in einer Paste gemacht. Also speziell, wenn ihr großflächig arbeitet, so über das Auge rüber oder das halbe Gesicht oder in die Haare oder so, ist das sehr, sehr, sehr praktisch. Diese hier ist halt Gold. Was für eine Farbe ist denn das? Gildebeest. Okay. So, ich nehme mir da ein bisschen was von auf die Palette. Gut. Ist so einen kleinen flachen Pinsel. Tupf das da. Das ist ein bisschen schwer auf den Pinsel zu kriegen. Man muss da ein bisschen damit arbeiten. Und das machen wir jetzt an die untere Wasserlinie.
Also es ist quasi einfach Glitzer, das schon in einer Paste für euch vorbereitet ist, damit ihr hier nicht mit irgendwie Glitterprimer oder so rummachen müsst. Und ich finde das sehr praktisch. Nur kleiner Tipp, ihr müsst quasi duschen, um das abzukriegen. Ihr könnt hier nicht mit einem Make-up-Wipe reingehen und dann ist das alles ab und locker flockig. Also wenn ihr einen Shoot habt, dann verwendet und ihr keine Duschmöglichkeit habt, dann solltet euch das bewusst sein. Wieso klebt das jetzt auf meiner Palette, Herst? So. Glitzer, Glitzer. Das reicht mir schon. Als Mascara verwende ich den Nabla Cosmetics Major Pleasure Mascara in Schwarz. Ich glaube, den gibt es nur in Schwarz. Ich finde, es ist ein ganz guter Mascara. Er hält ganz gut, aber wenn ihr Volumen sucht, dann ist das nicht wirklich ein Mascara für euch. Ihr wollt. Ich merke gerade, dass meine Augenbrauen hier so viel fluffiger sind als hier. Kann ich das noch ein bisschen ändern? Ja. Okay, besser. Für Volumen macht diese Mascara nicht viel. Die Länge, ja. Jetzt habe ich meine Wimpern nicht gecurlt. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, gecurlt. Ich zeige euch mal den Unterschied, den das macht, weil ich kenne so viele, die das nicht machen. Und bitte curlt eure Wimpern. Das macht schon einen Unterschied. Macht das bitte, bevor ihr die Mascara verwendet. Ich werde es jetzt dann ausnahmsweise mal nachher machen, weil ich es vergessen habe. Aber generell solltet ihr es vorher machen. So, und jetzt habe ich messed up, aber es ist nicht so schlimm, weil es ist alles Cremeprodukt. Wir haben nichts gesettet. Alles gut. Dann mache ich das da einfach weg. Was habe ich denn da jetzt wieder für ein Haar drauf? Boah. Ich weiß schon, wieso meine Katzen nicht zu meinem Kind dürfen. Untere Wimpern auch. So, jetzt ist die Zeit, wo ihr nachschaut und euch so denkt, ja, passt das so oder will ich jetzt noch was verändern? Ich glaube, für mich passt das so soweit. Dann nehme ich ja, jetzt habe ich hier ein Haar. Das Leben mit Katzen, es ist so schön. Dann pudere ich jetzt ein bisschen. Okay, habe gerade gehört, wie sich das anhört. In Österreich, ich bin eine Österreicherin, okay? RCMA No Color Powder, das gibt es seit neuestem in Pressform. Also nicht mehr nur als loses Puder. Und das verwende ich super gerne. Das ist mein Lieblingspuder. Ich mache mal so die T-Zone ein bisschen. Und da ich will, dass mein Make-up ein bisschen hält, mache ich das auch auf meine Augen. Dann geht natürlich der schöne Schein weg. Aber ein bisschen ein Glow ist schon noch da. Bevor ihr hier an eure Under Eyes settet, schaut nochmal, dass da eh nichts in die Fältchen abgesetzt ist. Dann nehmt ihr ein ganz klein bisschen Puder und settet das dort auch. So, das Kinn noch. Hier meine Falte muss ich immer pudern. Und den Rest lasse ich eh so, wie er ist. Also hier noch ein ganz klein bisschen, damit wirklich der Glanz so hier auf den Wangenknochen bleibt. So als Kontrast. Ja. Zum Schluss noch Setting Spray. Das kennt sicher auch jeder, das Urban Decay All-Nighter Make-up Setting Spray. Und ganz zum Schluss, es war noch nicht Schluss. Ich habe euch angelogen, es tut mir sehr leid. Habt ihr nicht gesehen, das ist nicht passiert. Nehme ich nochmal den gleichen Ton, den wir ganz am Anfang, wieso denke ich, dass ihr mich hier sehen könnt, hä? Den ich ganz am Anfang genommen habe. Und den gebe ich jetzt noch über die Lippen. Und ich will jetzt nicht so ein super
opaque Style, sondern ne, so Wash of Color. So. Take a shot every time I said so. Ich habe letztens auch einen Tweet gesehen, das ist so lustig. Es gibt ja diese Tweets, so in German we don't say, we say bla bla bla. So, also es ist so in German we don't say, okay, I'm gonna go now. In German we say so und schlagen auf unsere Oberschenkel. So und gehen dann. Gut, das ist der Look. Das war lange, ich weiß. Danke, dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Und wenn ihr Bock habt, es nachzuschminken, könnt ihr mich ja auf Instagram taggen oder so. Jetzt habe ich da ein bisschen Mascara. Gut. Und Glitzer. Ein weiterer Vorteil dieser Glitzerpaste ist natürlich, dass man nicht so viel Fallout hat. Aber ein bisschen Fallout ist bei Glitzer wohl immer dabei. Das gehört dazu. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.